Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir werden heute zwei Kreaturen zähmen während des vier Evolved Events. Wie letztes Jahr gibt es wieder das Halloween Event. Nur, dass es dieses Jahr auch den Dodo, ich hoffe, man spricht es Wyvern oder Wyvern, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, Wyvern spricht man es aus. Das ist so ein Dodo-Drache jetzt, auch dabei ist. Nicht nur der Dodo Rex anscheinend. Oh, das Köppel leer, auf das habe ich gewartet. Ja, auf jeden Fall, was ich mich jetzt frage, ist, ob wir, weil wir haben die Scorched Earth, nämlich Patrick und ich, ob da jetzt bei uns nur Dodo Rex ist oder auch dieser Drache. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall werden wir heute Tabejara und ich habe mir überlegt, wir beginnen mit Diplocaulus zähmen. Also ich hoffe, ich kriege beide, deswegen möchte ich auch Diplocaulus als zweite Kreatur machen, weil der am schnellsten wahrscheinlich gehen wird, damit wir zwei heute hinbekommen. Und es gibt auch neue Items und so. Ich kenne mich null aus. Wie immer, schreibt mir in die Kommentare, was die können. Das wäre sehr nice. Und ob ihr auch diesen Glitch oder ist es jetzt neu habt, dass dieser Hintergrund nicht mehr animiert ist. Ich fand das damals viel geiler. Naja, gut. Wir sehen uns gleich in-game. So, jetzt sind wir auch schon in-game. Ich habe ja noch gar nicht Patrick begrüßt. Hallo, Patrick. So, es laggt. Geil, hier sind die Allos. Oh, die Performance. Ja, leck. Ja, gut, oh Gott, Tabejaras, man kann die anscheinend mit einer Bola leicht einfangen und so. Ja, ach ja, direkt, mag ich nicht, mag die aber nicht. Hier, die Texturen generieren auch noch, ja, packt noch ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall kann man den... Ist das denn Pelagonis? Tatsache, die spawnen hier ganz schön oft bei uns hier am Strand. Naja gut, auf jeden Fall sind die nicht gerade schwer zu zähmen. Gott, das hab ich jetzt. Ey, was ist mit unseren Beepern los? Die rennen da hinten rum wie Verrückte. Okay. Ja gut. Auf jeden Fall wollen wir ja mit dem Tabejara beginnen. Spawn wie überall auf der Map. Man sollte Bolastig machen. Dann mit hier Trank Darts zähmen und Prime Meat. Ich würde sagen. Das gehen wir dann, da gehen wir gleich mal los und ja, suchen einen auf. Ja, genau. Gut. Suchen wir gleich mal. Wegen dem Halloween-Ding sind ja auch die ganzen Bäume so herbstlich gestaltet. Schau mal, was da für ein Lootcrate runterkommt. Das sieht richtig anders aus. Was? Lol, hast du recht. Sehen so aus wie. Keine Ahnung, was. Kegel. Ja. Naja. No. No. Keine Ahnung. Hier vorne ist einer bei mir. Echt jetzt? Hast du jetzt echt schon einen gefunden? Ja. Wo bist du? Am Ende vom deinem See. Ich glaube, ich sehe dich. Was ist deiner? War kein Fernglas dabei. Am Ende des Sees. Hä? Warte. Bist du am Ende von deinem See? Hä, Sumpf hier halt, ne? Ne, von deinem See. Warte mal. Ah. Ja, ach so. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß von deiner nicht. Base. Anfang des Waldes, ne? Ja, genau. Oh, tatsächlich. Ah, der fliegt schon weg. Ja, ja, weil ich da ist einer. Ja. Das Doofe ist an ihm halt, er fliegt sobald. Bleib mal stehen, bitte. Der Gegner hat weg. Oh, Level 12. Der war jetzt eh nicht so high-gelevelt, aber. Ja. Was denn? Ich würde fast auf dir landen. Probier. Sollte eigentlich gehen. Hä? Sind das Meteoriten oder. Wie viel haben wir es? Wir haben es Tatsache jetzt. Hier vorne ist er wieder. Jetzt wird ja Nacht und. Das geht ja vom Mond dann weg, so war das ja. Stimmt, ist auch bei. Ja, gar keine Angst mehr, was der. Echt nicht? Verfolgen ihn. Halt nicht zu nah ran, ne? Landet der irgendwann mal? Welcher Level ist der eigentlich? Warte, ich kann mal schauen. Der ist Level 50. Ja, boah. Passt ja. Scheiß drauf. Warte mal, ich probiere was aus. Oh Gott, der hat wieder Schiss. Hinterher. Ich weiß nicht, sollten wir ihn lang genug mal abhauen oder so? Ja, ja, schau, jetzt ist er gleich schon nicht mehr angry. Warte, warte, warte. Lass dich so auffällig hinterher fliegen. Alter Bombardement von rechts. Das geht vom Mond dann weg wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Der hat jetzt schon wieder aufgehört. Der wird aber ziemlich schnell. Ja, ich kann es nicht auf dir landen, das ist viel zu riskant. Kann nicht so weit werfen. Oh Gott.
war gar nicht mehr so schwer. Nee, die fliegen viel zu langsam. Mal schauen mal, was da unten ist. Das sind die Tyrannosaurus. Wo? Ah ja, da vorne. Ist es nicht der grüne, den wir versucht haben, mal zu zähmen? Nee, der sieht rot aus, oder? Nee, der ist grün. Ich habe den Tabachara aus den Augen verloren. Ja, über dir. Hinter dir. Okay, warte mal. Oben. Fuck. So. Nein, komm näher her. Komm her. Oh, komm. Scheiße, der ist zu weit weg. Warum fliegt denn der so hoch? Alter. Hinterher. Komm schnell rauf. Ich komm. Komm schnell rauf, komm schnell rauf. Wo ist der hin? Ich bin auf deinem scheiß Tyrannodon jetzt. Ah. Wo ist er? Komm. Ja, der ist direkt unter mir. Warte mal. Scheiße. Wo? Da unten? Hä? Das war so drauf. Ist das drauf? Gelandet. Oh, ich hab gedacht, ich habe ihn gefangen. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn gefangen. Langsam. Gefangen. Ich hab einen. Einfach drauf, ne? Einfach drauf. Ich versuche jetzt einfach mal drauf zu schießen, wie ein Verrückter. Ja, ja. Ich weiß halt nicht, es kann ja sein, wenn ich nochmal mit der Bola treffe, dass es dann abgebrochen wird. Nein, ich meine einfach mit deinen Betäubungspfeilen. Ja, meine ich ja. Ich schieße jetzt wie ein Verrückter auf den. Genau, einfach ohne, einfach drauf schießen, ohne warten. Ja, mache ich auch. Ohne, dass ich nochmal mit der Bola drauf knall. Tatsächlich, er ist bewusstlos. Jawohl! Nice. Welches Level ist der? 119. Ja, leck. Oh. Weißt du, ich habe nämlich schon so. Ich habe mir gerade so. Lol. Ich habe gerade so die falsche Taste gedrückt. Ich habe nämlich mir so gedacht, es kann ja sein, wenn ich nochmal mit der Bola abwerfe, weil es war ja vorhin so, ist er instant wieder aufgewacht. Er verliert. Gar nicht mehr so schnell Torpor. Unserer ist Level 119. Ich muss jetzt mal nachschauen, wie viel der dann fressen wird. Was frisst er überhaupt? Fleisch. Nehmen wir Prime Meat, würde ich sagen. Och, nice, dass wir einen Down haben. Geht halt durch. Gott. 9 Prime Meat. Theoretisch. Mehr frisst er gar nicht bei unserem Multiplikator. Ja, nicht so wenig, ne? 9. Also schon wenig, aber. 9 Prime Meat. Wir müssen ihn. Oh Gott, mir ist kalt. Ah. Ich brauche ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wir haben schon nach 0 Uhr. Dann hatten wir jetzt eine glückliche Nacht. Es gibt ja auch Nächte, da kommt dann der Dodo Rex. Ach, T-Rex, jetzt verpiss dich doch von mir. Leck es einfach mal. Schieß ich den mal damit ab. Hui! Hui! Oh Gott, viel zu niedrig. 122 Schuss. Ja, lol. Was? Das macht ja richtig viel Schaden. Was denn? Heiliger. Ja, diese Geschütze auf dem. Unser Quetz hier. Katapulte. Ja. Oh, 2 Prime Meat. Ja, GG. Warte mal, jetzt schieße ich das mal auf den Paraz her. Da. Oh ja, das macht echt ordentlich Schaden. Oh Gott. Diese Dreckskäfer, das ist so unlustig, dass die einen großen Quetz angreifen. Jetzt. Ich glaube, ich habe den schon. Ich habe ihn. Aber ich habe nicht den Dossier bekommen. Der hat jetzt gar nicht so. Warte mal kurz. Hä? Der hat nur 4 Primeat gefressen. Lol. Der hat ganz schön gutes Stats, muss ich sagen. Nur 4 hast du gefressen, mein Großer. Wir haben unsere Multiplikator noch mal 8. Kann das sein? Wie kann das sein? Oder frisst er? Da hätte man schon eine Fressanimation. Ja gut.
voll wurscht jetzt. Nennen wir dich Tanja, wenn ich schreiben könnte. Ich fliege mal in die Base und mache ihm den Sattel. Wie schnell ist er denn? Langsamer ist mein Quitz momentan. Ja, gut, aber der hat relativ viel Movement Speed, deswegen ist er auch nicht gerade einholbar momentan, aber. Okay. Okay, okay. Nice. Ich möchte es unbedingt reiten. Ne? Und dann gehen wir sofort rüber zum Diplocaulus. Ich muss halt jetzt schon mal sagen, designtechnisch sehen fast alle Kreaturen geil aus in Ark, aber der Tabichara. Keine Ahnung, der gehört zu den cooleren. Der sieht einfach noch geiler aus als ein paar andere. Ja, finde ich auch. Der sieht richtig schön aus. Auch die Musterung, oh Gott. Da konnte man, also da konnten sich die Entwickler richtig viel einfallen lassen, weil der ja, wie soll ich sagen, der hat die Möglichkeit dazu, dass man da viele Muster, weil wegen seinem Aussehen, da hat man halt große Möglichkeiten, was zu ändern. Wegen seinem Segel auf dem Kopf und was weiß ich. Ja, generell wegen seinem Aussehen, da kann man halt geile Muster entwickeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der hat die Kriterien dazu, dass man das leicht machen kann. Oder die Diplodocus wehrt sich gegen den Kano nicht. Ich finde irgendwie, die müssten irgendwas beim Diplodocus patchen, dass er wirklich nicht nur null Schaden macht, weil ist doch irgendwie scheiße, wenn er von allem umgebracht werden kann. Ja, leck. Das ist ja eine Terrorbird-Horde unter mir. Wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also mein Quetzal muss hier irgendwo sein. Okay. Craft ich mal Tabichara Saddle. So, da können drei drauf reiten und der hat richtig viele geile Fähigkeiten. Nein, du nicht. Komm her. Ah, Mann. Aber heißt das nicht eigentlich, weil das ja jetzt ein Jahr her ist? Mal? Ja, ich nehme jetzt hier Ark schon seit einem Jahr auf und habe gerade mal 30 Folgen. Nee, ja. Doch. Lol, ja. Ja, da habe ich mir wohl recht viel Zeit gelassen, würde ich mal sagen. Hihi. Ich weiß echt nicht, was ich bei dem skillen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe anfangs mir überlegt, ob ich den voll auf Speed skill, aber eigentlich könnte ich ja auf Weight gehen. Ja, wie viel Weight hat er denn? 500. Eins. Das ist eigentlich gar nicht, ja. Ist gar nicht so wenig. Ganz ehrlich, da gehe ich erstmal lieber auf Speed. Das ist echt ziemlich viel. Mein Tarodon hat 200 Weight. Ja, da können halt noch zwei drauf. Lol. Ich kann in der Luft schon mit dem mich drehen. Das geht beim Tarodon, glaube ich, nicht. Das ist... Nein, oh Gott, ich bin zu spät. Krass. Lol. Oh Gott, ich kann mit C und X seine Höhe ändern. Heißt es nicht, dass die Partner hier auf ihm schießen können? Dann kann ich hier wie so ein Geschütz mich so drehen, hoch, runter bewegen an einer Stelle. Das ging mit keinem Flugsaurier davor. Das ist interessant und so langsam ist er gar nicht. Ich kann an einer Stelle bleiben und währenddessen die Höhe wechseln und meine Richtung. Das ist natürlich geil. Oder ist sonst noch irgendwas auf Lager? Der kann so brüllen. Cool. Ist das ein Angriff? Ich kann wieder packen und angreifen. Ist Tabichara das erste flugfähige Viech in Ark, was auf dem Boden angreifen kann? Muss ich mal testen. Tatsache! Erste flugfähige Kreatur in Ark, die auf dem Boden angreifen kann. Der kann ja auch an Bäumen landen, gell? Also sich das so festhalten, oder? Nee, weißt du jetzt nicht. Doch. Nee, das kann er eigentlich schon. Echt jetzt? Kann eigentlich so an Bäumen landen. Vor allem landen. Echt jetzt? Probier das mal aus. Ich muss mal kurz schauen, dass der von den Fähigkeiten her alles kann. Warte, das kann man doch hier nachgucken im Wiki. Ich werde angegriffen. Gott, mein Spino kommt hier raus. Wo ist denn der Quetzal? Das kann man gar nicht sagen. Okay, Patrick, du hast recht. Geil, ne? Ich habe gerade zufälligerweise es hinbekommen, mich hier schräg an meiner Wand festzuhalten. Einfach zwei Bronto-Eier.
nebeneinander. Lol, der kann sich einfach an Wänden festhalten. Hallo Heiliger, was ist denn das für eine geile Fähigkeit? Und währenddessen kann ich dann angreifen. Das ist ja saugeil. Das ist ja saugeil. Der kann sich einfach an Wänden festhalten, der Junge. Der ist ja so nützlich. Aber der kann nicht so viele Kreaturen hochheben. Mit gleichen Viecher wie ein Pteranodon anscheinend. Ja, cool. Cool. Coole Funktion. Ich würde sagen, wir suchen jetzt einen Diplocaulus. Der gefällt mir so gut gerade. Sau coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich hab mein Quetzal wieder gefunden, dieses Scheißviech. Sau coole Fähigkeit. Hallo, ich möchte mal einen packen. Ich habe jetzt den gepackt, dann kam gar nicht dieses Geräusch. Stimmt, auf Stamina könnte ich den vielleicht auch upgraden, das nicht so viel. Aber erstmal auf Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt machen wir hin, ey. Ich muss jetzt einen Diplocaulus finden. Nee, kann ich nicht hochheben, die Titanoboa. Gesammelt hat. Du. Okay, Sumpf, hast du gesagt? Ja, ich fliege hier gerade entlang. Ich habe bisher wieder mal wieder nichts gefunden. Der Tapi. Nee, warte mal. Den hatten wir gerade. Wie heißt das neue Viech? Tapichara. Nein, nein, das hatten wir ja gerade gezähmt. Diplocaulus. Der ist doch so ähnlich wie das eine Viech, was du oft in deinen Jurassic World Videos hernimmst, oder? Nee, ist ne. Ja, es sieht ähnlich wie aus. Wie heißt denn der nochmal? Sekodonto und Colasaurus. Nee, nee. Sehen ähnlich aus, ja. Meine ich aber nicht. Das eine. Ich habe einen. Hä, wen meinst du denn? Ach so. Ja, nee, passt, hast recht. Ich habe jetzt was anderes gemeint. Passt schon. Hier ist einer. Wie zähme ich den denn am besten? Kann ich den auch mit einer Bola einfangen? Warte mal. Ja, das glaube ich nicht. Der ist ja unter Wasser hier. Tatsächlich, ich kann ihn einfangen. So, wo bist du denn? Show me your... So ein bisschen nach dem See. So, schieß dich mal K.O. Ach, das bist du da, hallo. Moin. Tanja. Saugeiles Viech. Schon, ne? Komm, get down. Hä? Down. Und ich sehe die Oxygen von dem Viech jetzt. Ah, es ist dann wahrscheinlich wie unter Wasser, weil die Sache ist die, du kannst ja an dem du bekommst ja von dem Oxygen unter Wasser. Ja, ja. Und das hier wird dann von ihm, also du kannst nicht unendlich lang unter Wasser bleiben. Das kriegst du von ihm dann. Okay. Okay, wo liegt der denn? Also der frisst Fleisch, glaube ich. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Ja, Fleisch. Ach, ich dachte, die wären unter Wasser, die Viecher. Okay, krass. Nee. So, stimmt. Geht ja. So. Tatsächlich, ich kann jetzt währenddessen... Ja, guck mal, bleib mal stehen. Schau, du kannst während du in der Luft, genau, auf der gleichen Stelle bleibst, dich hin und her umdrehen. Das konntest du noch nie mit einem. Oh, jo, das ist cool. Dann kann ich nämlich hier besser dann aimen und so. Und du kannst mit X und C, bleib mal stehen, mit X und C die Höhe ändern. Saugeil. Und versuch dich mal an den Baum oder so zu hängen. Dann musst du in die Nähe und dann einfach Space drücken. Ups. Na, ich glaube, die sind ein bisschen niedrig hier. Ich flieg mal davor. Versuch mal beim Mammutbaum da. Der ist ganz schön schnell, ey. Ja, ich habe ihn schon dreimal jetzt geskillt, aber. Saugeil. Alter, der sieht echt richtig cool aus. Auch mit seinem Segel. Häng ich mal dran. Das er da vorne am Kopf hat. Ups. Häng ich mal dran. Ah! Yo! Das ist ja cool. Und jetzt kannst du auch schießen. Ja, aber nach unten kann man ja nicht so gut schießen, ne? Ja, wahrscheinlich nur auf dem Hintersitz. Ah! Bin ich dumm. Ah, Schlangen! Flieg weg! Ich bin schon drauf. Flieg weg! Was machst denn du? Ja, ich hab's gut.
getötet. Wenn der jetzt down geht. Nee, nee. Ach, der hat Zombie kommen. Oh, das oh, zwei Krokodile. Hau ab. Ja, ja, ich geh ja schon weg. Wo bist du? Bin doch drauf! Ah. Ich hab ja gesagt, hau ab. Ja, hat sie nicht gesehen. Blind. Blind bist du. Ich wollte absteigen und ausprobieren, ob ich auf dem Hintersitz, ob ich dann nach hinten gucken kann. Lad mal da vorne. Ne? Sag mal ab, wieder drauf. Ja, warte. E gedrückt halten, dann kann man doch mit Sicherheit auswählen auf dem Hintersitz. Rücksitz, ja. Ja, tatsächlich, dann schaue ich nach hinten. Ja, ich hole jetzt Primeat. Ich meine, davor waren es auch nur wenig Primeat, dann hole ich jetzt. Jo, Schlange, Schlange, Schlange. Fuck, 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 fuck. Ach, du gibst schon rein. Den brauchen nur so wenig. Ich brauche tatsächlich nur noch ein Primeat. Ich hab noch eins, warte. Oh lol, wie viel Level-Ups der hat. Noch Speed. So, ja gut. Sieht lustig aus. Lustig. Stell mir dieses Tier irgendwie total unnützlich vor, ne? Was? Stell mir dieses Tier hier total unnützlich vor. Aber wir zählen es ja nur zum Vorstellen. Bist du behindert? Bist du behindert? Ich bin jetzt gedrückt. Jetzt hat es noch 43%. Ja, super. Ups. Hä, hey, bist du behindert? Hä, warum schlägt denn der? Ja, mit Steuerung, haut, Mann. Super, jetzt hat er nur noch 7... Das ist ja eh wurscht, weil das Viech eh nicht brauchen, aber... Sag ich doch. Aber musst es dann auf Oxygen auf jeden Fall leveln. Ah, Gott. Mein Gott. Ups, hab Steuerung gedrückt. Ja, kann ja mal passieren, Marcel, passt schon. Oh, sorry, fuck. Sorry. Ich drücke immer noch Steuerung, tut mir leid. Scheiße, sorry. Ich sehe meine Leben voll nicht, ne? Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Ja, du wirst nicht verrecken. Oh, sorry nochmal. Fuck, ich verwechsel es doch mit Sneaken. Achso, Sneaken. Das sehen wir auch immer. Mach mich weiter. Eine Massage. Mann, jetzt friss endlich. Oh, ich bin echt low. Friss! Marcel, ich werde sterben. Das ist eine Schlange neben mir. Marcel! Dein Vieh ist fertig. Ich weiß. Dieter. Tatsächlich, es hätte mehr Oxygen bekommen. Nur wegen dir, du Lappen. Oh mein Gott, Alter, chill doch mal. Das ist Scheiß. Wie heißt das nochmal? Oh fuck, es ist eine Dame. Ja, jetzt sterbe ich, Marcel. Doch nicht. Vielleicht doch, weiß es nicht. Ach Gott. Wie nenne ich's denn dann? Dora. Gott! Was macht der Tapichara? Neutrale. Leck, leck, leck. So, jetzt aber ist mal wieder gut, oder? Nice, komm mal her, Dora. Lol, wie der rennt, das sieht richtig süß aus. Hui, hui. Sieht richtig geil aus. Wo bist du? Dora, komm, gehen wir mal ins Wasser. Bei unseren Wasserviechern. Okay. Schauen wir mal, wie schnell die im Wasser ist. Oh jo. Kann ich die jetzt irgendwie reiten? Da, reiten. Jo, unter Wasser kann ich damit hier reiten. Aber nicht über Wasser, oder? Nee, warte mal. Ja, halt im Wasser. Doch, ich kann schon dann auf dem Wasser auch, aber... Nur im Wasser, das ist ja voll cool. Aber die muss ein bisschen auf Weight geskillt werden. Ich kann sogar sprinten mit dir. Ja. Und angreifen. Und immer wieder weggehen von hier. Oh Gott! Nein, 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 nein! Ich wollte gerade gucken, die viel Oxygen verbraucht. Ah,
warte mal. Ich hab's. Ich verstehe. Hä? Oh Gott. Ich verstehe. Er verliert selbst ja keine Oxygen. Unter Wasser. Ich kann mir nur von ihm Oxygen gönnen. Ist ja saugeil. Ja, also kann man theoretisch unendlich unter Wasser bleiben, oder? Nee, weil irgendwie sein Oxygen regeneriert sich nicht. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie die sich regeneriert, wenn ich ehrlich bin. Ah, doch, jetzt hat. Ah, die regeneriert sich, wenn ich halt mit ihm an der Wasseroberfläche bin. Okay. Also, du kannst nicht direkt unendlich unter Wasser bleiben, aber du musst halt immer wieder laden. Du kannst lange unter Wasser bleiben. Weil der hat jetzt 2505 Oxygen. Ne, 2520. Und ich kann mir halt immer wieder gönnen mit E. Das ist halt, ja, geil. Und dann so schwimmen, das ist schon cool. Du musst halt E gedrückt halten und dann reiten klicken, manuell unter Wasser, damit du auf ihm schwimmen kannst. Das ist, ja, du kannst jetzt nicht, was soll ich sagen, genau, einfach E drücken, weil dann nimmst du dir Oxygen. Hä, cool, coole Idee. Ich finde beide ziemlich cool, muss ich sagen. Tabichara gefällt mir irgendwie noch ein bisschen mehr, aber bei den beiden Viechern merkt man, da haben sie sich Mühe gegeben. Coole neue Ideen, Features und Bewegungen, Physics eingebaut. Finde ich cool. Grafisch natürlich auch, sehen beide cool aus. Ich komme jetzt nicht mehr an den Tabichara ran. Oh Gottes Willen, komm her. Ja, wir haben jetzt leider nicht eine Horrornacht erlebt, aber... Ja, mein Gott. Ist ja jetzt auch nicht... Muss ja nicht unbedingt sein, nicht, dass hier noch alles down gegangen wäre. Also ich muss schon sagen, finde ich cool. Ich finde beide ziemlich cool. Die Sonne sieht halt auch geil aus. Na. Sehen beide schon ziemlich geil aus. Muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Gantiblocaulus, aber der Tapichara auch. Vor allem, boah, wie geil durchsichtig das ist. Bombe. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mal, wer euch mehr gefällt von beiden, aber... Ich muss sagen, mir gefällt der Tapichara ein bisschen mehr und ich kann mir auch vorstellen, dass der in Kämpfen sehr, sehr wichtig sein könnte. Der Diplocaulus ist auch nicht schlecht, mit dem kann man im Wasser ganz schön viel reißen. Ist auch recht flott, kann man gut flüchten und ja, auch sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, gut Perlen und so farmen. Könnte ich mir alles gut vorstellen mit dem. Ein Problem wird halt dann, wenn man sich irgendwie wehren muss, weil viel Schaden macht der jetzt nicht. Naja gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.